die kommt tief. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zum Raketenvergleich vom Asia Dragon Bazaar 2023. Ganz aktuell, brandneu für euch. Hier die neuesten Raketen vom Toni Asia Dragon Bazaar. Schauen wir mal, was wir hier alles am Start haben. Und zwar haben wir zum einen die Big Rockets, die kennt ihr vielleicht schon noch von unserer letztjährigen Tour. Dann haben wir aber hier Neuheiten, und zwar die After Earth Raketen, 9 Stück Kugelkopfraketen, 16,99 € hier. Wenn ihr bei Toni sagt, ihr kommt von meinen Videos, bekommt ihr nochmal 20% auf alle Raketen. Ja, da bekommt ihr die hier alles 20%, 16,99 €. Und das sind auch F2-Raketen, NEM 300 Gramm und Kategorie F2, ne? Also mehr als 20 Gramm pro Rakete, fällt mir gerade auf, weil es sind nur 9 Stück. Naja, gut, vielleicht ist F2 Plus, man weiß es nicht so genau. Dann als nächstes haben wir hier die Rabbit Invasion Raketen, auch 9 Stück in der Packung von Black Scorpion. Und dann haben wir hier einen Preis von 28,99 €, auch 9 Raketen, und hier haben wir eine 375,1 Gramm auf 9 Raketen gerechnet. Leute, das sind fast 40 Gramm pro Rakete, und die sind F2 kategorisiert. Und als kleines Highlight, Schmankerle, haben wir hier die neue Super Ring Rakete. Ich habe die auch noch nie gezündet. Genau wie die anderen beiden Pakete hier habe ich auch noch nie gezündet. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. 20 € kostet die, natürlich minus 20%. Und die ist in Kategorie F3 eingestuft. 186 Gramm in einer Rakete. Schauen wir mal, wie die auch im Vergleich zu den Big Rockets ist. Daumen hoch für mehr Vergleichvideos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Zündung. So Leute, wir sind jetzt startklar. Wir haben jetzt hier unsere Location für die Raketen gefunden. Sie liegen bereit. Und wir werden das gleich mit einer Special-Perspektive zünden. In diese Traumlocation. Warten noch ein bisschen, bis es dunkler wird. Und dann geht's ab. So, jetzt haben wir hier das After Earth Raketensortiment. Reißen wir das schöne Ding mal auf. Haben hier so 4 kleinere und 5 größere mit am Start. Und machen jetzt mal hier so eine kleine erstmal alleine. Ja, die war jetzt eher semi-gut, nachdem wir die Z1 und Funke-Raketen hier gerade gezündet haben. Trotz der hohen NEM-Anzahl, die haben ja hier, vielleicht steht es auch nochmal einzeln drauf, 25 Gramm. Ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro gerade erkennen kann, ich habe keinen Bildschirm. Aber die haben 25 Gramm pro Rakete, sind in F2 kategorisiert, wird also wahrscheinlich F3 sein. Es gibt ja viele Leute, die sagen, das heißt F2 Plus dann. Im Prinzip ist es einfach nur die tschechische Beschreibung, aber hat halt noch lange nichts zu heißen, dass die auch in Deutschland dann legal sind in F2. Die schreiben das nämlich da oft einfach nur drauf, da müsst ihr aufpassen. Und jetzt gibt es 3 auf einmal. Also bin ich jetzt irgendwie gerade nicht so auf dem Level, oder waren die 3 Raketen jetzt alle anders vom Effekt als die erste? Die hätte mir deutlich besser gefallen als die erste. So, dann machen wir jetzt mal hier so eine einzelne große Rakete. Ja, die hat nämlich dann auch schon 40 Gramm, Leute. Also da muss jetzt wirklich was Krasses rauskommen. Ich erhoffe mir da jetzt schon was. Ja, also der Zerleger ist auf jeden Fall ganz klar enttäuschend.
Also für 40 Gramm, ups, mal Licht anmachen hier, wäre vielleicht besser. Für 40 Gramm kann man da schon einen lauten Zerleger erwarten. Und wenn dann halt die 20 Gramm Raketen einen lauteren Zerleger haben als die 40 Gramm Raketen hier von Black Scorpion Feuerwerk, ja, dann ist man und kann man auf jeden Fall enttäuscht sein. Das ist ganz klar. So, und jetzt 4 Stück auf einmal. Ja, also die 4 Stück auf einmal kann man schon machen. Trotzdem, ich bleib dabei, keine Kaufempfehlung. Was man den Dingern hier noch zugutehalten muss, das wollte ich noch erwähnen, die kosten nur 16,99 €. Und wenn ihr auf dem Asian Dragon Bazaar, wo ich die gekauft habe, sagt, dass ihr von mir kommt, kriegt ihr nochmal 20%. Und also Preis-Leistung geht dann doch schon in Ordnung. So Leute, und jetzt kommen hier die Rabbit Invasion Raketen von SR Pyro. 9 Stück in der Packung. 375 Gramm F2. Machen wir das schöne Ding hier mal auf. Bei mir 4 kleine Raketen und 5 große Raketen. Kosten 28,99 €. Hier die kleine Rakete hat schon 33 Gramm. Also da erhoffe ich mir jetzt auch mal ordentlich was. Mindestens mal so Z1 von Zink. Nee, also auch die, muss ich sagen, leider eine Enttäuschung, genauso wie die Earth-Raketen. Beide habe ich beim Asia Dragon Bazaar gekauft und die kann ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Also die sind wirklich nicht so gut. Vor allem jetzt auch die hier, 3 Euro pro Rakete, muss man nicht machen. So, direkt 3 Stück jetzt auf einmal. Ja, also auf Masse sind die ganz witzig und ganz schön anzusehen, aber mehr dann auch nicht. Dann gebe ich lieber das Geld für schöne Zink-Z1 Raketen aus. Die kosten nämlich auch nur so 3-4 Euro pro Rakete, also nur, aber die kosten ja jetzt hier auch schon 3 Euro pro Rakete. So, dann erstmal eine einzelne von den großen Raketen. Okay. Okay. Ich glaube, ich nehme einiges wieder zurück. Die großen sind richtig stark. Und davon jetzt 4 Stück auf einmal. Habt ihr Bock, Leute? So, na dann. Let's go. Hoffentlich schaffe ich alle 4. Aber mit dem Brenner ist es gar keine Probleme hier. Das ist größer als ich, Leute. Schaut euch das mal an. Puh. So, dann würde ich sagen, ab dafür. Die kommt tief. Eieieiei. Alter Schwede.
So Leute, und das Finale des Raketenvergleichs, Big Rocket. Das sind drei fette Raketen, F3, die gehen richtig ab, 405 Gramm auf drei Stück verteilt. So, na dann die erste, Gold. Jawolski, die machen Bock. Oh ja, da will man direkt die Silberne anzünden. Und jetzt kommt die Silberne. So Leute, und die letzte Rakete im Raketenvergleich, gibt jetzt schon mal einen Daumen hoch und dann sehen wir uns in den nächsten Vergleichvideos. So Leute, und der Müll, immer ganz wichtig, immer mitnehmen, Freunde, ne? Schaut sie euch an, alles immer entsorgen.